are you doing with that weapon drawn? Put it away or I'll go and get whoa, a guard. Whoa, 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 what's los, what's los? Whoa, whoa, whoa. Wir haben einen Schüttelanfall, was ist los? Aldemar, HD. Toll. Ah, meine Güte. Erste Klasse Bett, ja? Im Wasser, neben dem Misthaufen, neben den toten Fischen. Meine Güte, wie kann man besser schlafen im Mittelalter? Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Kingdom Come Deliverance. Zuletzt haben wir hier gespielt und zwar haben wir mit Timmy gelabert. Sind hier auf dem wunderschönen Bauernhof, wo niemand mit uns handeln will. Und habe Timmy gesucht und der ist hier. Da, am Zaun am Reparieren. Was sowieso ganz gut wäre, weil der Zaun voll im Arsch ist. Und der erfüllt doch voll den Sinn und Zweck. Komm mal her, Timmy. Schade, geht nicht mehr. Wenn das Timmy überhaupt ist, das müsste Timmy sein. Wir sind momentan am... Oh, ich will nicht ausruhen. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank, das dauert immer ein bisschen. Wir haben neue Wegpunkte bekommen. Guck mal, unten ist noch eine Farm. Da geht's weiter. Oh, da sind noch die nächsten... Was sind das für Sternchen? Sind das Orte? Ja, ne? Tarnberg, Merchujet. Das ist ein Ort und da ist ein Ort. Ich würde gerne neue Händler finden. Das wäre toll. Guck mal, hier waren wir noch nicht. Und da wollen wir auch mal hin. Das Problem ist, wir können nicht laufen. Ich würde gerne meinen Scheiß verkaufen. Wo ist eigentlich... Nee, das ist falsch. Falsch! Ah, X war das. Walter, du bist vollgeladen. Wir können dich nicht nehmen. Also reiten. Das klingt beides falsch. Wo ist der Typ mit dem Stab? Ich würde gerne hinter dem herlaufen, um zu wissen, warum und was er hier tut. Wie oder was? Wie auch immer. Gut. Gehen wir weiter. Wir laufen überall hin, wo wir hin wollen. Oh, guck mal, da ist noch eine Straße. Wo geht die denn hin? Darunter. Ach, und dann da lang. Egal, wir wollen hier runtergehen. Ich will wissen, was das für ein Ort ist. Wo ist die nächste Quest? Da ist doch gar nicht weit. Ah, nee, das ist das Trainingslager. Wir haben gar keine andere Quest bekommen. On guard und report the location of a bandit camp to Robert. Head to the Lumberjacks camp to the north of Townberg. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Aber ich will erst mal gucken, was das hier unten ist. Bevor wir uns auf nach Hause machen. In dem Dauerregen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Von da unten kommt der. Was machst du mit deinem wundersamen Stab, mein Freund? Also sag es mir doch. Bist du Fischer oder fährst du ein Boot? Starkst du damit durchs Wasser? Das könnte natürlich sein. Das war auch mein erster Gedanke. Was ist hier unten hier ein Bach oder sowas? Hier ist nur ein wunderschönes Dorf. Mein neues Zuhause. Hier kann man nicht reden. Also wenn alle Spiele immer zu laut sind, you have discovered Sommerpech. Seht ihr das? Oh, Bienenstöcke. Oh, die sind aber klein und süß. Hallo! Oh mein Gott, da sind ja sogar Bienen drin. Fliegen die auch zu den verschiedenen Blumen und das wär's ja, ne? Man kann ja auch übertreiben. Okay, das sieht immer aus, als wenn das Reisfelder wären, ja? Mit dem ganzen Wasser, aber es ist einfach nur wegen dem Regen. Bilden sich überall Pfützen. Hallo? Haben wir hier einen Händler irgendwo? Guck mal hier, da ist der Bienenstock. Ne, ist Taubenschlag, ne? Hallo? Da, wer bist du denn? Talk. God be with you, farmer. What happened? You don't look very well. What do you want here? Who let you in? Hey, aren't you that minion of Radzig's? In a manner of speaking, sorry for barging in. Well, I don't usually talk to vagrants, but I have to lie in my bed for days and suffer like Lazarus. You want to know what happened to me? I was poisoned, that's what. God almighty, why? Why? Because that filthy harlot feeds people pig swill and gives them pig piss instead of beer. Who? Who? The innkeeper Mariana, that's who. I had some of her rotten beer and gruel, and now I'm afraid my guts will turn inside out. Ah, okay, das ist eine Tavernenbesitzerin, die wohl Scheiße verkauft, also vergiftetes Bier, from beer and gruel. Couldn't it be from something else? Did you eat anything anywhere else? Indeed, it could not. It tasted funny when I was eating it. And anyway, everyone knows what kind of witch she is. Who is this Mariana, anyway?
Surely you must know her. She has a tavern on the green. She pulls nasty beer, cooks rotten meat, and what's more, she's a harlot who parades herself in front of men and does who knows what with them when decent folks are long gone to sleep. If she's as bad as all that, then someone should do something about her, shouldn't they? My words exactly. Do you think I didn't tell the bailiff? And what do you think he said? Have you lost your balls, Jerry? He's probably got something going with her. But while we're on the subject, my boy, how would you like to earn a little extra money? There's Ooh. Never money enough. Supposing you find out how that slut poisoned me and bring the evidence to the bailiff. I'd pay handsomely for it, especially if you helped me get rid of these diabolical runs. I need to know a few more things for this investigation. Go ahead and ask. Go ahead and ask. When exactly did it happen? Last Saturday evening. It spoiled the whole day for me Sunday, and now I'm lying here and my work is piling up. Was there someone else there with you? Of course there was. Tomkin the fisherman was with me. You can ask him about it. What are the symptoms of this poisoning? You don't even want to know. If I swallow anything at all, it comes straight up again. And if it does stay in me, then I end up shitting blood. I have such a fever, my wife doesn't even have to light a fire. And terrible shakes as well. Horrible it is. I never felt so awful in my life. Oh, man, eh? Why would Mariana want to poison you? Why? I have plenty of money. She tried it on with me, but I don't fuck around. I stick nicely to my wife, thank you very much. So she did it out of spite. What more would you expect from a female? Whoa. Any idea where I might find some remedy for you? There's an old herb woman living down in the woods by the creek. She might have something. Only, that old witch has no great love for me, so it would be best not to mention my name if you go and see her. Du scheinst einfach nur ein richtiges Arschloch zu sein, der das verdient hat, vergiftet zu werden. That will be all. I'll help you. All right, I'll try and figure out who poisoned you and get some medicine. Great. Let's give that whore what for. Oh, das reimt sogar. Let's I'll give that right whore it, what then. For. Thanks, and hurry up with that medicine before my life goes out my ass. Na. Oh Mann, ey. Ich fühle mit dir, mein Sohn. Der sollte normalerweise drin liegen, glaube ich. Jetzt haben wir ein paar Quests hier. Guck mal, zwei Stück. Einmal ist das Innkeeper und da. Wir gehen, glaube ich, erstmal zur Waldhexe. Mein Gott, ist das hübsch hier. Guck mal, auf der Minimap sieht das schon allein super aus. Guck mal, hier Jagdhunde. Okay, wir gehen Creek. Creek, kleiner Bach. Da gehen wir dann erstmal dahin. Ach, ist das hübsch hier. Dann holen wir erstmal Medizin, bevor wir dann zum Inn gehen. Vielleicht kann man da mal der alten Wasser verkaufen. Gegenstände verkaufen. Okay, hier runter. Ab in den Wald. Womit bin ich überhaupt ausgestattet? Schild und Axt oder was? Oder nur Axt? Schild. Okay, alles klar. So gehen wir. Meine Güte, ich kann es kaum erwarten, dass das Spiel released wird. Es ist so cool. Ich muss sagen, es fühlt sich an wie so ein... Wie ein Gothic. Ein bisschen. Im Ernst. Ich will nicht besser sagen. Aber ich fühle mich da ein bisschen so drin verloren. So wie einfach Spiele sein sollten. Ach, guck mal. Alter. Ja? Und das ist noch nicht mehr Endstadium. Diese ganzen auftauchenden Sachen vor allem, weil die noch nicht gerendert sind, die werden ja, denke ich mal, in der Vollversion dann wechseln. Ach, guck mal hier. Ein moosüberwachsener Baumstamm über diesen Scheißfluss. Alter. Wow. 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 Komm her, du schöner Hase. Können wir jagen? I? Warum ist es immer noch auf I? Haben wir vergessen auszurüsten, ne? Auf 2. Da können wir Ziel schießen. Hasilein, wo bist du denn? Hasi? Hallo? Mist. Das erste Wild hier. Da ist sie ja. Oh, ich steck mal den Pfeil weg. Zum Gruße! Junge Maid, Hexe.
Ich habe gesehen, wie du ein Kind gefressen hast. Verbrennt sie. Oh Mann, die Arme. Wie die aussieht. Oh, Welcome to my shop. Jetzt fehlt nur noch so eine Zelda-Musik. Shopping. Wie, so. Have anything for runs? I need something for the runs. For the shits, you mean? That's a bugger, that is. For yourself? No. Someone in the village. Not your concern. No, for Jerry. Das soll ich nicht sagen. For me, of course. Yeah, for me. Who else? And what's up with you? Well, I'm not well, and I keep having to go and, you know. Then only drink water for a day or two. Eat nothing, and it'll pass. That's the only advice you can give me? Yeah, that's all. Because it's plain there's nothing wrong with you, and you're lying through your teeth. So either tell me who it's for, or get out. No, not for me. Someone in the village ate something bad. And who is this person? Ich bin einfach ehrlich. Farmer Jerry from the village. Jerry? That tight-fisted old scab? Do you think I'd help that brute? What did he ever do to you? Me? He's done something to everyone, the bastard. Come now. You know how a good Christian should act. Do unto others as you would have them do unto you. And where do you see a good Christian here? Well, never mind. They say even the learned masters take an oath to help everyone. And am I any worse than some bloodletter from Prague? What am I to do with you? It'll cost you 3 groschen. What? I could buy an axe for that. You might, but it wouldn't be much use. Under the circumstances, it's not very much. Ja, was soll's, 3 groschen? Well then, but this would be enough to fetch a doctor from Prague. Indeed. We'll make a potion for him that will clean him out and purge the rot from his body. Wasn't in hand, we'll need thistle, nettles, and charcoal. 5 of each. Charcoal? Like regular charcoal? What other kind is there? We'll grind it up and sprinkle it in. Few bits are enough. Bring lots of nettles. 1 thistle will do, but bring me at least 5 to make up for all the work I have with this. Nettles? Ich glaube, ich hab die. All right, I'll get right on it. Well then, did you find everything we need? Okay. I forgot where to look for everything. So young, and already senile. Nettles grow everywhere, and surely even you can recognize them. Thistle grows by the roadside, and sometimes in clearings. It's pink and prickly. Charcoal you can get most likely at the charcoal burners. There's an old kiln by the creek above the village. There should be a few pieces lying around there. Shopping! Woo! Und wie reich bist du? 120 sind wir. You pay? Ich weiß es nicht. Antidote. Guck mal, ich kann es einfach kaufen. Marigold Decotation. Poison. Vitality Potion. Poison. Potion. Okay. Wie viel Geld hat die Alte denn? Ist das ihr Geld oder ist es mein Geld? Steht das hier irgendwo? Ach, guck mal, kann ich hier nicht Nettles kaufen und Charcoal? Nettle, da, guck mal. Aber die kann ich finden. Walter! Da bist du ja, mein kleines Scheißross, wollte ich sagen. Treues Ross! Oh, ist das... Oh, es war dort. Nein. Echt? Kann doch nicht sein, oder? Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht einfach verkaufen. So. Axe. Oh, was ist das denn hier für eine schöne Axt? Erstmal die Bastardschwerter verkaufen. Wie viele sind... 1, 1. Guck mal, da haben wir Coal. Aber es ist keine Charcoal. Lockpick. Die Frage, die Schippe behalten wir mal. Padded Coif. Kommt auch mal mit. Wir sitzen doch gar nicht am Pferd. Escape. Willst du denn hin? Talk. Welcome to my shop.
Weil die halt nicht spricht, versteht ihr? Basket. Selling by bla. Wir brauchen ein Bastardschwert wenigstens noch, aber eigentlich gehen wir ja so ganz gut. Add to the basket. Add to the basket. Add to the basket. You get 170. Alter, es ist so viel Kohle, die wir kriegen können. Ist alles abgelaufen, ne? Alles abgelaufen. Scheiße. Alle vergammelt. Ich glaube, sonst kaufen wir einfach neue. Soll die einfach alle nehmen? Guck mal, die nimmt die auch, die vergammelten Sachen. So. Alles klar. Weapons by. Die hat, glaube ich, nur 100. Mein Trader 12. Ach, die hat gar nichts. Na gut. You get 103. Poison. So. Guck mal, hier sind Nettles. Poppy. Invalid haben wir auch. Okay, dann müssen wir ein paar Sachen aus dem Basket wieder rausnehmen. Und zwar... You get 100. Das hat die nicht. So. Okay. Close deal. Hold. Haggle. Close deal. Woo! Scheiße, ich sehe nichts. Komm jetzt wieder reiten. Oh, ich sollte hier irgendwo schlafen gehen, glaube ich. Ach, guck mal, wir können hier sogar... Können wir nicht auch kochen? Sie hat nichts mehr. Fackel! Also machen wir ein bisschen am Abend. Torch. I hope a guard catches you with that weapon. So next time you'll think twice about walking around here with it. So, wir gehen schlafen. Danke, Hexe, für dein Bett. Was willst du dagegen machen? Nichts. Wahrscheinlich bin ich vergiftet am nächsten Tag. 6 Stunden nur? You can't sleep more hours now. Ach, weißt du was? Wir gehen jetzt einfach in der Nacht diese blöden Nettles sammeln. Was soll's? Es ist echt schön hier drin, ne? So, Walter, gucken wir mal, ob wir wieder reiten können. What are you doing with that weapon drawn? Put it away or I'll go and get a guard. Whoa, 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 was los, was los? Whoa, whoa, whoa. Wir haben einen Schüttelanfall, was ist los? So, ist gerade abgestürzt, muss hier nochmal alles machen. So, okay. Was zur Hölle? Ach, es ist ein Tannenzapf, ich dachte, es wäre ein Maden. Oh Mann. So, ich habe wieder, ich habe ja alles abgekauft, ja? Jetzt öffnen wir mal kurz, Walters Inventar, nehmen die Kohle raus und probieren jetzt mal, weil ich habe da Netteln gekauft, probieren jetzt mal, ob das hier als Charcoal gilt. Charcoal ist Holzkohle, für die, die es nicht wissen. Aber wer weiß, vielleicht ist das Spiel ja nur eine Art von Kohle. Welcome to my shop. Well then, did you find everything we need? Not yet. What are you doing? Ein Dialog. Gut, fine then. Komm, Walter, wir gucken, ob wir jetzt wieder reiten können. Wir haben dich hier ein wenig erleichtert, aber ich glaube, dass das jetzt nicht wirklich der Fall ist. Aber wir konnten wenigstens ein paar Sachen eintauschen. Tut mir leid, Walter, bist immer noch überladen. Vielleicht finden wir was bei der alten Kuh im Dorf, bei der angeblichen Vergifterin. Vielleicht hat sie auch gar nichts gemacht. Aber sie soll verdammt große Brüste haben. Deswegen sollten wir uns mal selbst davon überzeugen, ob das wirklich so stimmt, die alte Hure. So. Meine Güte, der Bach ist aber auch hübsch. Wir gehen hier hoch, ne? Ich guck mal kurz auf die Map. Da sind wir sind hübsch. Und da geht's rein, dann... North of the village? Wo soll das nochmal sein? Köhlerei. Ist das eine Köhlerei? Sieht das aus wie eine Köhlerei? Das sind eigentlich so Erdhaufen, wenn ich das richtig sehe, ne? War doch so. Hat die North of the village gesagt? Ach, scheiße. Ich hab's vergessen.
Wo war das nochmal? Oh, warte mal. On guard, sick bastard. Give him 5 pieces of charcoal. Da! Get 5 pieces of charcoal. Pick 5 thistles. Bring the poison to Jerry. Pick 5 nettles. Wo finde ich denn thistles? Das fragen wir jetzt nochmal. Thistles. Was sind thistles? Brennnesseln? Lover's Knot. Oh nein, für diesmal eine Animation. Das ist nicht so gut. Das dauert zu lange. Das hält einen nur zurück und auf zu looten. Tolle Sachen zu looten. So. Tell me what to do. Because I forgot it. Well then. I forgot where to look for it. So young. Hä? Well then. I forgot where to look for everything. Ah, noch mal fragen. So young and already senile. Nettles grow everywhere and surely even you can recognize them. Thistle grows by the roadside. In clearings. Charcoal you can get the most likely charcoal burners. There's an old kin by the creek above the village. Okay. Dann machen wir das so. Na gut, wir speichern hier ab, Leute, und dann sehen wir uns nächste Folge wieder bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, haut rein, Leute.